Jeder liebt sie, fast alle haben es, die meisten wollen es. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr die auch umsetzt, ohne ein Framework, dann seid ihr hier genau richtig. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Vitali Mick. Willkommen auf meinem Kanal. Hier lernt ihr alles über PHP, Webentwicklung und Spieleentwicklung. Im heutigen Video zeige ich, wie ihr lesbare URLs in eurem Projekt einbinden könnt, ohne dafür ein Framework verwenden zu müssen. Wenn man nicht lange mit PHP arbeitet, dann erstellt man meistens eine eigene PHP-Datei für jede einzelne Webseite. Irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man das alles in eine Index.php verlagert und man oben in der URL an Site ist gleich Home oder so anhängt. Hier nutzt man dann ein großes If-Else-Statement oder ein Switch-Case, welcher dann ermittelt, was auf der Webseite letztendlich gezeigt werden soll. Irgendwann findet man im Internet dann eine Lösung mit einer htaccess-Datei, wo man jede einzelne URL dann ersetzt hat und irgendwann landet man an so einer Stelle, wo man eine riesengroße htaccess-Datei hat und man weiß nicht mehr, was eigentlich ersetzt wurde oder wie was ersetzt wird. Spätestens wenn man dann auf einen Nginx Webserver umsteigt, merkt man, ja Mist, die htaccess-Datei funktioniert nicht. Und damit wir diesen Fehler nicht begehen können, zeige ich euch von vornherein, wie man das vernünftig macht. Wie funktioniert das Ganze? Wenn ihr ein PHP-Skript im Browser aufruft und hinten einen Pfad anhängt, erscheint das in einer globalen Variable Request-URI. Wir können ja das Ganze durchspielen. Erstellt eine Index.php und gibt dort die globale Request-URI aus. Danach startet ihr euren Webserver. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, ich habe es mal oben verlinkt. Dieser Pfad wird auch als Route bezeichnet. Eine Route hat in der Regel auch ein Ziel, was letztendlich ausgeführt wird. Dieses definieren wir jetzt mit einer anonymen Funktion, aka Closure, und weisen einer Variablen zu. Jetzt erstellen wir eine Sammlung von Routen und verbinden die anonyme Funktion mit der neu erstellten Route. Damit wir ermitteln können, welche Funktion aufgerufen werden soll, iterieren wir durch alle Routen durch und suchen nach der entsprechenden Route mit einem regulären Ausdruck. Dieser ist ziemlich simpel. Die Tilden definieren den Start und Ende des Ausdrucks. Die Zirkumflex-Taste, also dieses Dach, markiert den Anfang des gesuchten Strings. Und das Dollarzeichen das Ende. Hinter der URL wollen wir noch einen Slash zulassen, dieser sollte aber optional sein, das markieren wir mit einem Fragezeichen. Mit einem i ganz hinten als Parameter ignorieren wir Groß- und Kleinschreibung, so dass wir auch große und kleine Buchstaben in der URL verwenden können. Wenn ihr jetzt was über reguläre Ausdrücke gelernt habt, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert auch meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer über neue Videos benachrichtigt werdet. Zurück zu den Routen. Solange wir keine Route gefunden haben, iterieren wir weiter in der Schleife durch. Wenn wir eine Route gefunden haben, dann müssen wir überprüfen, ob sie wirklich aufrufbar ist mit der Funktion isCallable. Wenn die Funktion nicht aufrufbar ist, dann müssten wir an der Stelle eine 404-Seite anzeigen. Wenn die Funktion aufrufbar ist, dann nutzen wir callUserFunc und rufen die Funktion auf. Wenn wir nach der Schleife immer noch nichts aufgerufen haben, dann müssen wir auch hier an der Stelle eine 404-Seite anzeigen. Probieren wir das doch jetzt einfach aus. Wir erstellen eine Route User und eine Closure, die einfach nur einen Text ausgibt. Zusätzlich erstellen wir eine Closure für die 404-Seite, wo jetzt einfach nur steht 404. Funktioniert alles soweit ganz gut, aber jetzt fehlt uns die Möglichkeit, Parameter zu übergeben. Angenommen, ich will das Profil des Users 42 sehen. Dazu muss die Route dann so aussehen. Wir definieren in der URL einen Platzhalter, der einem dezimalen Wert entspricht, der größer oder gleich eine Zeile lang ist. In der Funktion wollen wir natürlich auf die Zahl 42 irgendwie zugreifen können, damit wir später dann die Daten aus der Datenbank oder ähnliches auslesen können. Damit wir aber auf die Parameter zugreifen, müssen wir einiges in unserer Router-Funktion abändern. Als erstes brauchen wir die Treffer aus unserem regulären Ausdruck. Da die Route selbst auch als Ergebnis in dem Match drin steht, müssen wir diese mit einem Array Shift erstmal entfernen, so dass nur die Parameter übrig bleiben. Im Match steht nun die Zahl 42. Damit diese auch an Closure ankommt, müssen wir statt callUserFunc callUserFunc Array verwenden und hinten dann den Match übergeben. Zum Schluss bauen wir noch die 404 Seiten ein. Wir können das jetzt durchspielen. Wenn wir jetzt im Browser index.php/user/42 eingeben, sehen wir dann unseren Text. Rufe ich aber zum Beispiel index.php/user/test auf, sehen wir unsere 404 Seite. Wenn ihr statt der Zahl einen Text haben wollt, dann müsst ihr die URL so abändern. Das große S steht für einen String und das Plus steht wieder mal für Anzahl der Zeichen, also mindestens einer oder mehr als einer.
Mit einem Fragezeichen hinten dran könnt ihr noch den Parameter auf optional setzen. Ihr müsst auch natürlich in der Clojure die Variable auch auf einen Standardwert setzen, wie etwa null. Nun kann man das jetzt schon ziemlich gut benutzen. Es gibt jedoch Fälle, wo man seine Post-Anfrage und seine Get-Anfrage zum Beispiel trennen möchte. Und das kann man halt auch in den Routen einbauen. Zum Beispiel habt ihr die Route /account/login. Mit einem Get-Request möchtet ihr gerne das Eingabeformular sehen, wo man sich einloggen könnt. Mit einem Post-Request möchtet ihr euch aber einloggen. Das machen wir, indem wir den regulären Ausdruck anpassen. Einfach unsere Request-Methoden in Klammern setzen und mit Pipes die zusammenfügen, welche wir zulassen möchten. Die Methode und den Pfad verbinden wir mit einem Unterstrich. In der globalen Server-Variable Request-Method kriegen wir jetzt unsere Informationen her. Diese Informationen hängen wir an unsere URL dran und verbinden die beiden auch mit einem Unterstrich. Da wir Post und Get und die weiteren Requests ins Klammern gesetzt haben, tauchen sie blöderweise jetzt auch im Matches als Ergebnis auf, dass die gefunden wurden. Also müssen wir diese mit einem Array Shift auch noch zusätzlich entfernen. Das können wir jetzt auch testen. Wir erstellen jetzt eine Account Login Route, wo wir dann das Eingabeformular sehen, und wir erstellen eine weitere Route für den Post, um dann einfach was auszugeben. Als i-Tüpfelchen verpacken wir jetzt die gesamte Route in eine Funktion. Das Ganze sieht dann jetzt so aus. Ich habe jetzt die Routen statisch in der Funktion definiert. Wenn ihr eine Funktion angegeben habt als Parameter, wird diese einer Route zugeordnet. Habt ihr dies nicht gemacht, führt der Router die Funktion aus, wenn ihr sie gefunden habt. Die Router-Funktion übertrage ich jetzt in einen Router-PHP und binde diese in Index.php ein, damit ich einfach nur die Funktion sehe. Jetzt kommt ein Extra, was sicherlich ein Like wert ist, und zwar könnt ihr statt der Clojure einfach ein Array mit den Klassennamen übergeben und Methodennamen, und es wird eine Instanz der Klasse angelegt und die Methode der Klasse aufgerufen, etwa so. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier eine Klasse AccountController angelegt mit der IndexActionMethode. Ich übergebe jetzt einfach nur AccountController und IndexActionMethode an die Route und schon wird die Klasse direkt benutzt. Natürlich, wenn die Klasse Namespace hat, müsst ihr den Namespace verwenden oder gleich die Klassenkonstante. Damit der Router im Apache auch funktioniert, müsst ihr eine htaccess-Datei anlegen mit folgendem Inhalt. In dieser htaccess-Datei leitet ihr alle eure Anfragen an die Index.php, es sei denn, die Datei liegt physisch auf dem Webserver da, dann wird diese aufgerufen, statt die Anfrage an Index.php weiterzuleiten. Und damit dieser Router auch im XAMPP funktioniert, weil das verwenden bestimmt einige von euch, müssen wir die Router ein bisschen abändern. In der globalen Server-Variable PHP Self schauen wir nach, ob vor der Index.php irgendwas im Request steht. Wenn ja, müssen wir das alles entfernen, denn uns interessiert in der Route nur das alles, was nach Index.php kommt. Und jetzt, wie ihr sehen könnt, funktioniert das auch alles in XAMPP. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Über ein Like würde ich mich sehr freuen. Falls ihr Fragen zu dem Router habt oder irgendwas nicht funktioniert hat, schreibt das einfach in die Kommentare. Ich gebe euch dann eine Antwort und helfe euch sicherlich weiter. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!